Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey mit dem zweiten DLC Episode 2, das Schattenerbe. Wir sind auf Schatzsuche und wir müssen die Schätze holen, damit wir hier den Schiffswächter oder Wärter bezahlen können, damit er die Schiffe rausrückt, die er den Gestrandeten abgenommen hat und damit die wieder aus Achaia rauskommen. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's, go, go, go. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir ein Like, Kommentar oder auch Abo, da würde ich mich sehr, sehr freuen, Leute. Aber jetzt schauen wir erstmal, wo sind denn jetzt die ganzen Dinger? Okay, das nächstgelegene wäre hier, 89 Meter. Wir haben oh, nee, hier ist noch eins. 20 Meter, hier irgendwo. Wo war das? Um 20 Meter? Hier oben. Ich bin fast vorbeigerannt hier. Okay, Brunnengesicht. Questgegenstand. Wir haben natürlich den Dreizack des Poseidon ausgerüstet, Leute. Das ist eine sehr, sehr... Ja, was heißt geile Waffe. Die ist halt extrem gut, weil man halt unter Wasser atmen kann. Gibt natürlich auch... Erweiterung für die Waffen, also Gravuren. Ein ältester Hinweis ist in der Nähe. Okay. Ist das vielleicht hier drin? Oder ist es nur ein Schatz? Okay, kein Ältester. Der Hai ist im Boden, alles klar. Hier los mit dem. Was ist hier los? Komplett im Boden drinne. Mal schauen, hier ist irgendwo ein ältesten Hinweis. Ihr sagt mir jetzt hier nichts, aber da oben könnte was sein. Da oben liegt einer. Schauen wir mal da oben hin. Ach, gehst du hier rauf? Jo, und da ist der älteste Hinweis. Schauen wir uns den doch gleich mal an. Enthüllen. Wie ist das Leben, wenn man weder das Beste haben kann, noch der Beste ist? Woher soll ich das wissen? Okay, den lassen wir jetzt mal, den verfolgen wir jetzt noch nicht. Den verfolgen wir, wenn wir das hier abgeschlossen haben. Okay, weiter geht's. Ja, 2 Milliarden Haie sein hier wahrscheinlich. Okay. Alter, mach nicht Schaden. Der Schaden ist, der ist real. Können wir die vielleicht mit dem Bogen wegbogen? Bogen?
Alles klar. Dann können wir nicht auch ganz in Ruhe looten und leveln. Das sollte reichen. Ja, wir nehmen es anders trotzdem noch mit. Hier war doch noch irgendwo was, oder? Das kriegen wir, das sehen wir wahrscheinlich. Okay. Liegt auf der Kante hier. Okay, ja, hilft nicht. Schauen wir mal, ob er die Schiffe rausrückt jetzt. Oh, Entschuldigung. So, du Hals ab, schneller. Söldling, du bist zurück? Hast du die Schätze, die ich will? Ich habe in der Schiffswrackbucht etwas gefunden. Famos! Gleich her damit! Das sollte reichen. Abgemacht ist abgemacht. Ich stehe zu meinem Wort. Nur ein Malakas ohne Ehre bricht einen Eid. Ihr kriegt eure Schiffe zurück. Aber viel Glück dabei, am Orkan vorbeizukommen. Seht euch nur die ganzen Wracks da draußen an. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt... Die haben ja auch noch ein Schiff. Ein Kriegsschiff. Dank dir, Söldling, haben wir, was wir brauchen. Jetzt müssen wir... Orontas! Cassandra! Und dafür Hampelmänner. Es muss kein Blut vergossen werden. Ich muss euch nur bitten, unauffällig zu sein. Die Befreiung der Gestrandeten hat den Orkan verärgert. Es muss nur jemand die Verantwortung dafür übernehmen. Dann wird keinem etwas geschehen. Dann nimm mich. Sie haben nichts damit zu tun. Ich bin es, nach dem du suchst. Wir haben genug getan. Es gibt keinen Grund für eine weitere Eskalation. Versprich mir, dass du unseren Plan in die Tat umsetzen wirst. Okay. Ist sie für all das verantwortlich? So viel Zerstörung, so viel Unglück. Ein schmerzhafter Anblick, als wäre sie gar nicht mehr die, die ich kenne. Ganz gleich, was geschieht. Blut,
ist Blut. Sie ist immer noch deine Tochter. Eltern glauben stets an ihre Kinder, wie töricht es auch sein mag. Ich hätte sie aufhalten sollen, damals, als sie den Orden beitrat. Ja, das hätte ich. Wenn die Zeit kommt, dich dem Orkan zu stellen, meiner Fehler. Was wirst du dann tun, Cassandra? Ja, dann tun, ich werde sie umlegen. Oder? Sind wir nett, ich bringe sie zurück. Ich tue mein Bestes, sie zurückzuholen. Ich war so stolz auf sie. Ich glaube, ich habe ihr das nie gesagt. Es gibt so viele Dinge, die ich ihr gerne gesagt hätte. Ich sollte den anderen helfen. Wir treffen uns in Patri, sobald wir bereit sind. Danke, Cassandra, für alles. Okay. Gut, Leute. Jetzt könnten wir eigentlich mal den Ältesten aufdecken. Oder, weiß ich, den haben wir ja schon aufgedeckt, aber wir könnten ihn mal. Wir könnten ihn vielleicht mal markieren. Vielleicht ist er hier irgendwo in der Nähe, dass wir den gleich mal snacken können. So, verfolgen. Schauen wir mal, ob wir den. Wie weit er weg ist. 1500 Meter. Hier ist hier oben. Hier ist auch die Festung. Wir könnten den eigentlich jetzt mal umlegen. Jo, den machen wir jetzt auch. Gut, ich würde sagen. Was gibt es denn für einen Söldner? Leute, es gibt übrigens. Was ich noch gar nicht gesagt habe. Es gibt hier neue Söldnerränge. Und zwar wäre das einmal hier der Rang S1 und der Rang S2. Ich habe schon einen Haufen Söldner seit dem letzten Update erledigt. Also es kam ja schon vor dem DLC hier die Söldnerränge, aber ich habe irgendwie noch, hat sich keiner aufgedeckt. Weiß ich nicht. Vielleicht geht es ja erst ab jetzt, aber ich denke mal eher nicht. Na gut, hilft nicht. Karte. So, okay, markiert ist er. Und dann würde ich sagen, machen wir doch eine Schnellreise zum Tempel des Zeus. Ja, hier ist der ganze Tisch ist voll hier. Mikro, alles voll. Gut. Meter. Jetzt decken wir den noch schnell. Ja, ich verfolge das Ziel. Da ist es. Okay, gibt es Informationen anscheinend, oder wie? Schauen wir uns später an. Oder würden sie Infos gleich raus? Sonst vergessen wir das bloß wieder. Ah, Ding ist. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. 99 Schmiede weg. Oh!
Boah, kann ich das nicht hernehmen, oder was? Erzählen hier, Mensch. Später, die blöden Söldner. Der Orkan zeigt eine tadellose Leistung, aber ich werde meine Beobachtungen fortsetzen. Diese Frau sollte den Orkan ausspionieren. Ich muss mehr über den Orkan erfahren. Alter, was macht die Schaden? Will die mich verarschen? Der Schaden ist real. Alter, was ist hier los? Alter Spieler. Das war eine S1. Ach, das war eine S1. Heftiger Scheiß, mein Gott. Okay, die sind hart. So, Leute. Heftiger Kampf, jetzt würde ich sagen. Schnappen wir uns den Kulti. Oder den Ältesten. Alter, ist auch schon wieder so ein... Schaden ist echt heftig. Nein, jetzt hau ich den daneben, ich krieg einen Vogel.
Krasser Scheiß. Also haben sie wirklich Gas gegeben, muss ich sagen. Okay, jawohl. Aber was ist denn jetzt? Geh hoch. Hoch da. Wir reden mit ihm. Bereitest du dich auf etwas vor? Gut, da bist du ja endlich. Du sagtest, dass etwas Großes in Achaea geschehen würde. Ich habe gehört, dass der Baumeister des Orkans eine neue Waffe entwickelt. Eine neue Waffe? Das verheißt nichts Gutes. Er versucht, aus Achaea zu fliehen. Wenn er wirklich fliehen will, können wir ihn vielleicht überzeugen, uns zu helfen, den Orkan zu besiegen. Er nimmt an dem Schiffbausymposion im Amphitheater hier in Achaea teil. Ich kann sofort zum Amphitheater gehen. Ja, jetzt machen wir erst mit den anderen. Es scheint eine Diskussion über einen Plan zu geben. Eine Geheimwaffe für den Orkan. Der Baumeister sollte mehr darüber wissen. Klingt nicht schwer. Ihre Parole lautet, ich bin Poseidons Günstling. Klar. Der Baumeister ist unter den Teilnehmern. Suche ihn auf. Okay. Ich gehe gleich zum Amphitheater. Ja, jetzt machen wir erstmal den Ältesten noch. Baumeister ist hier. Aber ich weiß nicht genau, wer es ist. Sollte nicht so schwer sein. Die Parole lautet, ich bin Poseidons Günstling. Bleibt in Deckung. Überlasst das Kämpfen hier. Nein! Oh, was ist denn jetzt? Alter. Boah. Krass. Ich muss den schneller killen und dann abhauen. Heftig, ey. Okay, probieren wir gleich nochmal.
Baumeister ist hier. Aber ich weiß nicht genau, wer es ist. Sollte nicht so schwer sein. Die Parole lautet, ich bin Poseidons Günstling. Was auch machen. Nein! So ein Piss!
Ich hoffe mal, dass wir jetzt den Ältesten noch bekommen haben. Und keine ganze Scheiße nochmal machen. Eieiei. Aber die Söldner haben es in sich. Okay, wir haben ihn bekommen. Schaut aber lieber nochmal. Ja, okay, er ist da unten. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch einen Cut jetzt. Genau, jetzt haben wir uns gerade unsere Ruhe. Wie bezahlen wir das Kopfgeld? Genau, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut und wir schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dran seid und dran bleibt und reinguckt und Sachen tut und alles, was ihr wollt, Leute. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.